Herzlich willkommen zu Höhne direkt, eine Sonderausgabe nach einer Sondersitzung hier im Plenum des Landtags Nordrhein-Westfalen. Wir haben heute debattiert über die aktuelle Corona-Infektionslage hier bei uns im Land, aber natürlich auch bundesweit. In dieser Woche hat eine Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten stattgefunden und es wurden neue, sehr scharfe Schutzmaßnahmen für den November beschlossen. Die Lage ist sehr ernst. Wir haben ein dramatisches Infektionsgeschehen in weiten Teilen Deutschlands. Und wir wissen bei sehr vielen dieser Infektionen nicht, wo genau diese Infektion eigentlich herkommt. Darauf müssen wir reagieren, um unsere Gesellschaft, um die Schwächsten in unserer Gesellschaft auch zu schützen. Viele Menschen machen sich ja auch berechtigte Sorgen. Bei diesen Schutzmaßnahmen, das will ich auch in aller Offenheit sagen, haben wir aber auch zum Teil große Bauchschmerzen, weil wir die Effektivität der Maßnahmen hinterfragen, weil wir auch zum Teil Zweifel haben, was die Verhältnismäßigkeit angeht. Und unser Fraktionsvorsitzender Christoph Rascher hat heute in seiner Rede auch ganz deutlich gemacht, hätten wir als Freie Demokraten es alleine zu entscheiden gehabt, dann hätten wir die Gastronomie, dann hätten wir zum Beispiel auch Kulturbetriebe nicht geschlossen. Wir konnten aber als Freie Demokraten durchaus auch etwas erreichen. In Berlin, die Bundeskanzlerin, aber auch bei anderen Bundesländern gab es die Forderung, auch Schulen, auch Kitas wieder zu schließen. Dem haben wir uns entgegengestellt und zwar erfolgreich entgegengestellt, weil wir stehen zu unserer Bildungsgarantie. Wir wollen nicht, dass Bildungs- und damit Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen als erstes in dieser Pandemie leiden. Jetzt heißt es für uns, wir schauen nach vorne. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen in diesem November die Zahlen, die Entwicklung der Zahlen ganz genau beobachten und wir werden auch weiterhin darauf drängen, dass die Maßnahmen und dass das weitere Vorangehen beim Kampf gegen diese Corona-Pandemie intensiv im Parlament und in unseren Ausschüssen hier debattiert wird. Schaut doch mal rein in die Rede unseres Fraktionsvorsitzenden. Schaut mal online bei vielen Medien. Im WDR zum Beispiel hat Christoph Rascher heute auch Interviews gegeben und hat unsere Position noch mal etwas näher erläutert. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Rückmeldungen und stehen da gerne für Fragen, für Anregungen, aber natürlich auch für Kritik zur Verfügung. Bleibt gesund. Alles Gute.